Fünfter Spieltag in der Penny DL. Die Iserlohn Roosters empfangen am Seilersee die Eisbären Berlin, also der Tabellenführer. Derzeit zu Gast beim Tabellendritten. JC O'Leary und seine Roosters, die sind einfach richtig gut drauf momentan. Aber auch die Eisbären. Gleich ein Powerplay zum Anfang für die Roosters und der sitzt. Natürlich war es der Topscorer Casey Bailey in der zweiten Minute schon. Das Überzahlspiel und dann Aubin und Bailey, drittes Saisontor für den Neuzugang der Sauerländer. Hier nochmal schön zu sehen, die Übersicht. Aubin und dann fälscht Ramage die Scheibe noch mit seiner Kufe ab und Bailey ist zur Stelle. Ja, die Eisbären, die haben auch einen neuen Topscorer, Matt White. Er hat schon ein paar Mal getroffen, aber hier scheitert er an Andy Jennecke. Guter Lauf von White. Und Jennecke ebenfalls zur Stelle. Also Serge Aubin, da muss noch ein bisschen Feinjustierung rein. Wir gehen rein ins zweite Drittel. 5-3 Powerplay für die Eisbären. Und da Lukas Reichel, erstes Saisontor für die Eisbären. Ausgleich 1:1, 22. Minute. Also wieder so ein Blitzstart, diesmal allerdings auf der anderen Seite. Hier nochmal zu sehen, erst wird er noch zu Fall gebracht und dann macht er ihn rein. Jennecke hat die Scheibe nicht mehr im Blick. Weiter geht's. Erneut Powerplay, diesmal für Iserlohn. Und dann ist er auf einmal drin. Brent Aubin mit seinem ersten Saisontor und seinem ersten Tor für die Roosters überhaupt. Bringt also Iserlohn mit 2:1 in Führung. 32. Minute. Gut von Grenier und von Whitney. Niederberger noch dran, aber dann mit der Rückhand Brent Aubin. Hier nochmal Niederberger und dann Aubin ins Tor. Es geht weiter, wieder Powerplay, diesmal für Berlin. Auf der anderen Seite und dann ansatzlos rein das Ding von Matt White zum Ausgleich. 2:2, 37. Minute. Matt White genau in den Knick, nicht zu halten für Andy Jennecke. Hier sehen wir es nochmal. An Ankerz und Jennecke vorbei. Der Ausgleich. Ja, und was soll ich sagen? Schon wieder Überzahl, diesmal für Iserlohn. 5:3 und schon wieder ein Treffer. Alex Grenier. Das 3:2, 39. Minute. Dritter Saisontreffer für Grenier. Hier mit dem One-Timer. Ja, was wäre hier jetzt los in der Eishölle am Seilersee? Aber die Fans sind halt nur in Pappformation zur Stelle. Nächster Angriff, nächstes Powerplay und wieder Iserlohn. 4:2 für die Roosters in der 41. Minute. Und es war Joe Whitney, Johnston mit dem Pass. Dann Grenier und dann Whitney. Lässt die Roosters jubeln, 4:2. Hier kämpfen sich das, die Eisbären kreieren viele Chancen, aber treffen dann effizient das Tor nicht. Und bei so viel Powerplay-Toren, was fehlt denn dann noch? Ja, na klar, ein Empty Net. Und wieder war es Bailey. In der 60. Minute, also sein vierter Saisontreffer für die Roosters. Das ist die Entscheidung, das 5:2. Also hart gekämpft, krasses Spiel hier am Seilersee und wir hören die Stimmen zum Spiel. Ich meine, wir hatten einige Chancen, es ist einfach heute nichts reingegangen und dann haben wir natürlich, also die Special Teams haben einfach das Spiel entschieden. Wir haben in Unterzahl praktisch jedes Mal heute ein Tor bekommen. Das lief bisher gut, heute lief es gar nicht. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Oh, it was good, but it's ein gutes Tor, aber es ist ein Big Goal mit 2:1 und ja, heute die Powerplay was gut. And the PK did a good job gegen Berlin as a richtig good power play. Aber it was a good team effort and yeah, the 3 Punkte is immer gut. Also was für ein Spiel für die Special Teams und es geht Schlag auf Schlag weiter. Donnerstag ist Düsseldorf zu Gast in Iserlohn und die Eisbären bekommen es am Freitag mit den Kölner Haien zu tun. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.